liebe SC Paderborn 07 Fans, wir begrüßen euch mal wieder recht herzlich zu einer neuen Folge. Natur pur mit Sven. Ja, Natur pur mit Sven. Wow. Ist schon wieder schwierig. Wow. Ne? Ja, falls ihr euch wundert, warum wir hier keinen Räucherofen stehen haben, sondern das Hochbeet wieder präsentieren, das liegt einfach daran, dass der ein oder andere gefragt hat, wie sieht denn das Hochbeet jetzt bepflanzt aus? Deswegen wollten wir in dieser Folge euch mal die Möglichkeit geben, das bepflanzte Hochbeet zu sehen. Vollkommen richtig. Warum machen wir keine Forellen, Sven? Sag's uns. Die sind noch im Eisfach und die Woche war ein bisschen stressig, deswegen verschieben wir das. Wir verschieben das Räuchern also und befinden uns heute vor dem Hochbeet, weil wir was an dem Hochbeet später machen wollen? Wir werden an dem Hochbeet gar nichts machen. Wir werden aus dem Hochbeet aus dem Hochbeet was entnehmen und dann einen Tee machen. Einen Tee, weil das passt zur Jahreszeit. Wir gehen auf den Winter zu und wir brauchen etwas, was die Abwehrkräfte stärkt. Ganz genau. Richtig? Das Immunsystem. Richtig. Immunsystem. Was hast du hier so dazwischen an deinem Hochbeet? Also hier ist wirklich viel für meine Frau. Kräuter, was weiß ich, Rosmarin, Basilikum, Oregano, Thymian, Estragon. Und hier, geil, das ist geil, Maggi-Kraut. Maggi-Kraut. Für die Suppe, ey, das ist super. Probier das mal. Für die Suppe, okay. Doch, schmeckt wie Jägerschnitzel, ne? Jägerschnitzel. Ja, komm, der war fertig. Ja. Petersilie. Petersilie. Was habe ich denn noch hier? Nochmal Rosmarin. Okay. Hier, das hier ist cool. Was ist das? Das ist eine Blume. Ja, davon isst man halt den Kopf. Schmeckt so ein bisschen nach Erdbeere. Erdbeere. Muss halt wirklich gut kauen, komplett rein. Komplett? Komplett rein. Du verarschst mich doch. Nein. Wirklich nicht? Nein. Super. Komplett rein. Sven? Nein, alles gut. Das ist so ein bisschen säuerlich und schmeckt dann nach Erdbeere. Ich merk's jetzt schon. Ja? Es kribbelt ganz schön auf der Zunge gerade. Ja? Ja, das muss so. Und ein Speichelfluss wird angeregt. Was ist mir da gegeben? Was ist das? Das heißt Prickelknopf. Also schmeckt auch nicht nach Erdbeere, sondern ist eigentlich nur so ein... Schmeckt ziemlich neutral, aber meine Zunge... Da bewegen sich gerade Elzi und Pelzi drauf. Genau. Kennst du von früher dieses Kaugummi, dieses Knisterkaugummi, was auf den Mund schüttest? Ja. Genau so ist das. Das entwickelt die Natur also auch. Man muss es gar nicht industriell kaufen. Genauso wie die anderen Kräuter, die deine Frau zum Kochen nimmt. Man kann sich das auch selber anpflanzen. Kann man, tatsächlich. Gut, was aus diesem wunderbaren Repertoire an Kräutern benötigen wir denn für unseren Tee heute? Hier haben wir einmal... Das hört gar nicht mehr auf, ey. Das ist krank, ne? wir haben einmal hier. Kannst du mal... Das ist relativ wie ein Kissen, sage ich immer. Sehr, sehr weich, flauschig. Und dann riech mal dran. Zitrone. Ja, das ist australisches Zitronenblatt. Australisches? Australisches Zitronenblatt. Und das ist eigentlich mehr oder weniger so ein Geschmacksgeber. Weil da sind auch Dinge bei gleich, wenn du die so trinken würdest, die wären halt sehr schwierig. Ja, bitter vor allen Dingen und manchmal auch ein bisschen muffig, aber halt die Inhaltsstoffe sind... Sehr geil. Sehr, sehr geil. Mhm. Aber da nimmst du halt sowas oder eine Minze. Okay. Ich habe halt jetzt hier im Garten vier frische Sachen. Ich habe halt hinten noch getrocknetes wie Kamille oder. Aber Minze, wir brauchen jetzt hier raus erstmal vier Sachen. Wir haben vier Sachen hier raus. Unter anderem auch die australische. Das australische Zitronenblatt. Das australische Zitronenblatt. So, was brauchen wir noch? Genau, dann machen wir weiter mit hier. Das ist auch ein bisschen zitronig. Jetzt riechen die ganzen Finger schon nach Zitrone, aber kannst du mal... Darf ich auch was abreißen? Ja, na klar, kannst du machen. Dann zerreibst du meinen Finger und dann wirst du das auch... Oh, ne? Das ist aber noch extremer, ne? Ja, das ist halt eine andere Zitronenrichtung, würde ich sagen, so vom Geruch und auch vom Geschmack her. Ein bisschen süßlicher, hätte ich jetzt was behauptet. Ja, genau, ist richtig. Das Zitronenverbene ist ein bisschen mit Eisenkraut zu vergleichen, wenn ihr das so sagt. Auch nicht, ne? Nee. Natürlich nicht. Nee. Woher auch? Ja, natürlich. Also, wie der Name schon sagt, Eisenkraut ist halt ziemlich eisenhaltig und wenn du zum Beispiel einen Eisenmangel oder überhaupt für den Winter. Für Schwangere gut, oder? Eisenmangel? Die haben doch immer Eisenmangel, oder? Was kannst du mir sagen? Du bist der Vater. Ja, ich glaube, da war irgendwas. Von daher, das ist vielleicht gar nicht schlecht für die Damen dieser Welt, okay? Ist überhaupt auch, wie gesagt, um durch den Winter zu kommen, ist es, glaube ich, ziemlich. Ziemlich gut. Ja. Machen wir mal hier einfach mal ein paar ab, die wir dann auch damit beischmeißen. So, das reicht schon. Okay. Dann? Dann geht's weiter hier hinten. Hier hinten. Mal gucken, ob du das kennst. Hier kannst du auch mal dran reiben, mal dran riechen. Das kenne ich, wenn ich krank bin. Habe ich das als Kind immer bekommen. Das riecht irgendwie so wie. Tja, wie hieß es denn nochmal? Keine Ahnung. Mit S. Salbei. Salbei-Bonbons. Alter, Punkt.
für stark, mich. Ja! Stark, oder? Hier doch gar nicht so dumm. Nee, bist gar nicht so doof, wie du aussiehst. Ja. Salbei. Salbei ist wofür gut? Salbei ist sehr gut für den Hals. Was weiß ich, wenn du hinten ein bisschen die, mein Gott, die Mandeln ein bisschen entzündet hast oder überhaupt Hustenreiz hast. Dann kannst du mit Salbei auch einen Aufguss machen und gurgeln zum Beispiel. Also für entzündete Halsregionen würde das ein bisschen eindämmen. Ganz genau. Und halt auch sehr gut zum Vorbeugen. Ne? Mhm. Dass halt erst gar nichts passiert. Oh. Sehr gut. So. Und dann brauchen wir noch ein viertes Kräuterlein. Brauchen wir noch ein viertes Kräuterlein, wo ich aber jetzt mal nichts zu sagen werde. Warum? Weil ich gerne möchte, dass unsere Fans da draußen mir sagen, was das ist. Das zeige ich jetzt gleich. Und dann können die Fans mal und wer sich auch immer das anguckt und das unten in die Kommis reinschreiben, was das sein könnte. Und unter den richtigen verlosen wir dann mal ein Trikot von mir. Ja, Mann, Gewinnspiel! Ich mag Gewinnspiel! Also nochmal, ihr sagt uns, was das vierte Kräuterlein ist, welches wir jetzt pflücken. Genau. Zeigen es in die Kamera. Schreibt unter Facebook in den Kommentaren rein, was ihr der Meinung seid, wie dieses Kraut heißt. Dann bei allen richtigen Antworten werden wir bei der nächsten Sendung einen Topf dabei haben mit den Namen drin. Du wirst den Namen ziehen und derjenige bekommt dann ein signiertes Trikot von mir. Nein, von dir. Ich wollte gerade sagen, von uns. Nein, von dir. Ich bin hier nur Randerscheinung. Gut, welches Kraut ist es dann? Welches nimmst du? Das hier ist es. So, hier. Okay, dann müssen wir es dem Kameramann zeigen. Hier, Kameramann. Ich weiß nicht, wie nah ich dran kommen soll. Oha, geht das von der Schärfe her? Na? Ja. Sollte man erkennen, oder? Ich kann auch gerne mal das ganze Kraut filmen, wenn du Lust und Laune hast. Nee, nö, okay. Will er nicht, will er nicht. Reicht so, doch. Wir nehmen trotzdem noch ein kleines bisschen für uns, nicht so viel. Ja. Ich will auch nicht so viele Tipps geben. Nein, das ist richtig. Komm, wir sagen zu dem Kraut gar nichts. Jetzt haben wir die Dinger im Grunde genommen aus seinem Kräuterhochbeet herausgeholt, die wir benötigen für den Tee. Du musst jetzt von drinnen gleich noch ein paar Sachen holen, die wir noch dazugeben. Da gehen wir dann drauf ein und dann würde ich sagen, holen wir das heiße Wasser raus etc. pp. Und gießen dann gleich hier den Tee auf. Ja? Genau so machen wir es. In diesem Sinne, wartet kurz, wir sind gleich wieder da. Bis gleich. Ciao. Bis gleich. Ja, hallo, da sind wir wieder zurück. Herr Michel, Sie waren drin. Was haben Sie denn geholt noch von drin? Ich habe noch aus meinem Repertoire habe ich jetzt mal noch viel Kräuter geholt. Einmal die grüne Minze, auch bei Halsleiden oder wenn du eine Nase zu hast, kannst du damit entweder inhalieren, machst du auch einen Aufguss, inhalierst du mit Kamille am besten zusammen, habe ich auch geholt, Kamille. Aber als Tee auch super für Bronchien, Hals, Nase. Alles, was so im Winter mal anfängt zu schmerzen. Spitzwegerich. Was? Spitzwegerich. Spitzwegerich. Ja, also spitzwegerich. Hustensaft ist eigentlich überall bekannt. Ja. Ja, wir haben jetzt die Blätter davon und wirkt halt mehr oder weniger genauso auch. Hals, Nase, Bronchien, alles was halt so. Alles, was beim Hals-, Nasen-, Ohrenarzt dir auch verschrieben ohne wird. Halt. Ohne Ohren. Ohne Ohren. Hast du auch was für Ohren? Ja, hätte ich auch, kein Problem. Okay. Johanniskraut, also mega, mega gut. Das ist, wirkt ein bisschen wie eine Aspirin. Oh, okay. Gegen Kopfschmerzen, ist fiebertreibend und also. Wo findet man sowas? Oh, da findest du eigentlich überall draußen. Echt? Wenn du weißt, wie es aussieht, ja. Findest du überall. Meine Eltern haben auch so einen Krug zu Hause stehen. Die nutzen das auch sehr, sehr viel. Ja. Und wie gesagt, das kann ich wirklich, das ist ein Allheilmittel, würde ich fast sagen. Okay. Also, wenn man mal Kopfschmerzen hat, man muss nicht mehr direkt zum Aspirin greifen, man kann auch zu anderen Sachen greifen. So, habt ihr gehört. Ne? Nicht immer die Chemie nehmen, sondern auch mal auf die Natur hören. Ganz genau, ne? Ganz genau. So, was machen wir damit jetzt alles einfach in das Sieb das rein? Wird oder jetzt alles mehr oder weniger in dieses Sieb reingequetscht. Gequetscht oder auch nee, gerissen? Das schütten wir jetzt da rein. Okay, dann fangen wir an. Ja, wir fangen mal hier mit an. Ja. Wir machen mal hier. Schwupps, die Wupps. So. Gut dosiert. Dann, genau, die Zitronenverbene rein. Ja. Hier mal dreimal Salbei. Und unser verwunderliches Kräutlein. Genau. Was wir suchen. Nicht sagen, was es ist. Nicht sagen, was es ist. Davon nur so. Weil das ist ein bisschen. Nicht sagen, was es ist und nicht sagen, was es kann. Also davon genau. Nicht so viel auf jeden Fall. Nicht so viel. Gut. Genau. Und jetzt? So, jetzt schrauben wir den hier. Ja, schrauben wir nicht. Ich schmeiß ihn erstmal weg. Jetzt schrauben wir den hier drunter. Okay. Bin ich komplett. Ich meine jetzt falsch.
What? Lass das mal den Papa machen. Das passt nicht, das ist der falsche Deckel. Das oder muss man das hier oben rappen? Guck, hab ich doch gesagt. Aber da muss da trotzdem erst Wasser rein, oder? Ja klar. Jetzt muss Wasser rein, ja, ja klar. Aber nee, mach mal rein und mach den Deckel oben nochmal ab. Gießen von oben drauf. Wow, wow, ey. Hä? Puh. Dass du mir das sagen musst, das ärgert mich ein bisschen. Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich kenne mich mit anderen Dingen aus, nur dafür mit der Natur. Jetzt wird wahrscheinlich jeder Teeliebhaber sagen, stopp, lass erst mal ziehen. Mach ich. Wie ziehen? Ja, wahrscheinlich da musst du das erstmal so ein bisschen dann auch so durchlaufen lassen. Boah, das sieht ja schon jetzt herrlich aus. Gib doch mal rein jetzt. Ja. Das Ding kann voll werden und dann zieht er doch. Hör auf, mich so unter Druck zu setzen. Das tut mir weh. Ich bin sensibel. Ja, ich weiß, du kannst ja sensibel. Shit. Reicht. So. So, Deckel drauf. Und wie lange zieht er jetzt? 10 Minuten. Gut, dann warten wir die 10 Minuten und dann werden wir euch sagen, wie das Ganze schmeckt. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Der Tee ist durchgezogen. Wie lange? 10 Minuten, habe ich eben gesagt. Hast du gesagt? Habe ich doch tatsächlich gesagt. Zwischen 10 und 12 Minuten, also ja, braucht ein bisschen. Okay. Jetzt, ja, mit schwarzem Tee muss man aufpassen, ja, der darf nicht zu lange ziehen. Ne? Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, einschütten, bisschen Honig rein, gib ihm. Okay, ich schütte ein, du machst Honig ein? Ja. Okay, wir haben 3 Tassen. Warum haben wir 3 Tassen? Weil wir auch einen Kameramann haben. Ah, guck mal, wir denken an alle. Willst du sie wieder außen vor lassen? Guck mal, da kommt noch einer, da will noch einer. Was ist das, der Hund? Der Hund. Komm mal her. Wie heißt der nochmal? Rico. Rico, mein Freund, grüße dich. So, hört Rico auch auf mich? Rico, Platz. Naja, Rico hört nicht auf mich. Ja, warum auch? Warum auch, genau. So, was haben wir denn da noch? Einen selbstgemachten Kräuterhonig. Kräuterhonig? Ja. Oh, ey, ich werde hier verwöhnt. Rico, geh mal ab. Rico, hau mal ab jetzt hier. Stark. Ja, perfekt. Den rührt man jetzt um. Den rührst du um. Aber ich habe noch eine Kleinigkeit für dich. Da ich ja nicht nur Kräuter und alles anpflanze, ich pflanze natürlich auch Gemüse an. Nimm das mal Gemüse. Ja, wie hieß das nochmal? Ne? Ja, ich muss es gerade zuordnen. Wozu gehört das? Ja. Ich habe es mal hier hingestellt. Ich habe hier so eine tolle Chili. Ja, mit der Runde kann man es ja machen. Ich würde doch jetzt einfach mal sagen, du probierst mal einfach eine. Warum? Rico, du gehst jetzt mal ab. Warum soll ich das tun? Um mal zu gucken, wie die schmecken. Nachdem du mir heute schon dieses leckere Blümlein gegeben hast, was sehr wässrig in meinem Mund geworden ist, soll ich jetzt auch noch eine Chilischote. Beiß da einfach mal komplett rein. Oh, ja? Ich mag das doch gar nicht. Rico, für dich ist das nichts. Reihe, los. Ja, du auch! Boah, mach mal jetzt. Wie soll ich denn jetzt den Tee noch gelten? Alter. Ich schaff? Darf ich ausspucken? Bitte. Ja, na klar, darfst du ausspucken. Nicht da. Ja, okay. Der Hund wird es ja wohl nicht fressen. Ist scharf? Ja. Sehr gut. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, komm hier, nimm deine Tasse. Wir prosten zu, die Sendung ist zu Ende. Ich kann eh nicht mehr reden. Ja, das ist. Mein Ziel ist erreicht. Mein Ziel ist erreicht, perfekt. Gut, so. In diesem Sinne, Ching Ching. Ja. Oh, ich spüre es schon. Ah, toll, oder? Wunderbar. Mhm. Ich fühle mich gleich viel Geht besser. Durch und durch, ne? Vor allem, hör auf, Hund, nicht das Essen. Gut, das ist sehr lecker. Ich merke jetzt schon, wie meine Links abwärts. Rico, hör auf jetzt hier. Ist das dein Ernst? Das ist nicht gut für dich. So, komm her. Wir müssen jetzt aufhören. Sven, jetzt guck doch noch mal in die Kamera. Ich doch. Und verabschieden uns. Das war eine ganz tolle Sendung. Mein Mund brennt, alles ist gut. Sehr gut. Abwehrstoffe sind gestärkt oder mein Abwehrmechanismus ist wieder hergestellt. Und wir sagen danke. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt an das Gewinnspiel. Denkt an das Gewinnspiel und wir sehen uns dann. Zeig's nochmal. Ich halte ja. Und wie heißt das? Wie heißt das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Genau. Wir sehen uns dann in der nächsten Sendung. Bis dahin. Tschüssi. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Ciao.